Der ganze Tag soll daraus bestehen, dass wir Informationen euch geben, dass ihr dann versucht, Dinge zu gestalten und dass wir gemeinsam versuchen, dann eine Mahlzeit zu uns zu nehmen. Ob die so besonders klimafreundlich ist oder nachhaltig, das werden wir dann sehen. Und es geht nicht darum, irgendjemanden zu erziehen heute, das musst du machen, das sollst du machen, sondern es geht darum, Wissen zu vermitteln. Deshalb sind wir ja in der Schule. Das war jetzt viel, was aufzunehmen war. Deshalb finde ich, können wir jetzt so ein ganz kleines bisschen entspannen, indem wir uns einen Film angucken. Aber dann dieser große Bereich Ernährung fängt einen nicht unmittelbar ein, wenn es um Treibhausgase geht. Denn was wir heute essen, das ist so ein Spruch, und wie es produziert wird, entscheidet das Klima von morgen. Also, das hat was miteinander zu tun und was das alles miteinander zu tun hat, das wollen wir uns gemeinsam erarbeiten. Das beträgt 80 Kilogramm, die ein Mensch an Biomüll im Jahr wegwirft. Unsere Gebäcke, Getreide, da ungefähr so 15. Hier vorne war es als erstes 15. Das Obst, was wir nicht zur Verfügung haben, wären jetzt die exotischen Sachen dort hinten in der Ecke. Das heißt Ananas, Orange, Kiwi und die Physalis, die können wir leider hier in Deutschland so nicht anbauen. Und der Rest ist, wenn möglich, von Deutschland oder naheliegenderen Regionen.